In diesem Video zeige ich dir drei Qualitätsaktien mit Potenzial, die aus meiner Sicht zu Unrecht ein Schattendasein führen und deshalb nur in wenigen Depots zu finden sind. Um welche Aktien es sich handelt und ob sie aktuell günstig bewertet sind, erfährst du selbstverständlich jetzt gleich in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Dieter, geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, denn wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Ganz wichtig an der Stelle noch keine kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Jetzt geht es auch schon los. Ich habe auch schon das erste Symbol eingegeben. Walmart. Was? Walmart kenne ich aber schon. Habe ich vielleicht sogar im Depot. Ein Glückwunsch. Die Aktie ist ja auch gestiegen jetzt um 6% nach den neuesten Quartalszahlen. Aber nein, es ist nicht die Aktie, die erste Aktie der drei Qualitätsaktien, die ich zeigen möchte. Es ist die Prälude und ihr werdet danach auch merken, warum das Sinn macht. So, Erstkurs zu Walmart, größter Einzelhändler in den USA. Und ihr wisst, Stichwort Inflation, da werden viele Unternehmen im produzierenden Gewerbe, aber eben auch im Einzelhandel in die Mangel genommen. Denn auf der einen Seite haben die Käufer weniger Geld, müssen den Gürtel enger schnallen, weichen dann aus auf billigere Produkte, falls sie überhaupt noch kaufen. Auf der anderen Seite muss das produzierende Gewerbe bzw. der Einzelhandel auch die Preise erhöhen, weil die ja auch unter der Inflation in Form von steigenden Kosten leiden. Walmart kommt mit der Situation gut klar. Die sind sogar ein Profiteur des geänderten Kaufverhaltens. Das heißt, Kunden werden wählerischer und preissensibler. Nennen Walmart gewinnt Kunden durch vermehrte Rabatte und einen guten Ruf und kann die Margen dennoch leicht steigern. Spricht für eine hohe Effizienz bzw. für ein sehr gutes Management. Sie haben auch ein gut ausgebautes Fulfillment-Netzwerk und gute Online-Präsenz. Können mit Amazon oder gegen Amazon so mithalten. Also sehr interessant, aber die Aktie nicht mehr ganz billig. Ich verzichte mal an der Stelle auf eine Bewertung. Was jetzt an der Stelle noch wichtig ist, Sie haben, wie ich schon sagte, ein gutes Management und der künftige CEO, derjenige, der als künftiger CEO gehandelt wird, der kommt von einer Tochtergesellschaft und die Tochtergesellschaft von Walmart, und die gucken wir jetzt an, die heißt Walmart Mexico mit einer Dividendenrendite von 3,5%, während Walmart nur um die 1,1% auf die Waage bringt. Die sind Walmart Mexico für 40% des Auslandsumsatzes von Walmart verantwortlich, sind die größte Supermarktkette in Mexiko und Mittelamerika, haben fast 4000 Filialen in knapp 750 Städten. Und der Einzelhandelumsatz in Mexiko soll jährlich um die 6% wachsen. Und jetzt kann man ja sehen, wenn man da schon so einen Platz hier hat und das allgemeine Wachstum ist schon 6% und das Management macht auch noch einen guten Job, dann sollte das Wachstum sogar höher ausfallen. Und das Schönste ist, die Aktie ist gar nicht so hoch bewertet. Das ist aber eins nach dem anderen. Gucken wir uns erstmal die Dividendenrendite an. Das ist die Dividendenrendite von Walmart. Die ist immer niedriger geworden, weil der Kurs so stark gestiegen ist. Gucken wir uns die von Walmart in Mexiko an. Dann sieht man hier in hellblau Sonderdividenden, was immer auch mal dazu führt, dass sie relativ starke Ausschläge haben. Aber die 3,5% jetzt kommen ohne Sonderdividendenzustand, also rein regulär. Und da seht ihr, die soll auch weiter steigen, die Dividende dann Anfang 2026 auf den aktuellen Kurs bezogen. Wir würden dann die Dividendenrendite bei 4,3% liegen. Ist das schon ganz ordentlich, wenn wir uns mal einen Qualitätscheck hier anschauen, dann seht ihr auch hier steigende Gewinne, freie Cashflows und beides deckt auch die aktuelle Dividende ab. Sieht sofern also gar nicht schlecht aus. Wenn wir uns mal die Performance anschauen hier von Walmart in Mexiko hier und dann machen wir mal einen Vergleich mit dem Original, mit dem bekannten Original Walmart, dann seht ihr, dass es lange Phasen gab, wo Walmart in Mexiko besser performt hat. Hier ist es mal schlechter und dann über diese lange Phase hier hat im Prinzip dann Walmart in Mexiko wieder besser performt, würde ich sagen. Auf jeden Fall hier in dem Zeitraum dann. Und wir haben jetzt aber, wenn man jetzt mal auf die jüngste Vergangenheit schaut, so eine kleine Schere. Das heißt, der Kurs von Walmart ist ziemlich stark gestiegen, während hier ja, Walmart in Mexiko der Kurs leicht gefallen ist und da eigentlich jetzt schon seit ja, 4 Jahren ungefähr, sogar ein bisschen mehr als, nein, um knapp 4 Jahre, 3,5 Jahre, der Kurs eigentlich mehr oder weniger volatil seitwärts läuft.
Und das könnte jetzt eine gute Einstiegschance sein, weil, wenn wir uns jetzt mal den nächsten Vergleich machen hier und auch hier das Original mit reinnehmen, da haben wir jetzt das KGV, das ist das bereinigte KGV, das sieht man. Lange Zeit war Walmart in Mexiko teurer, also höher bewertet als Walmart, als die Muttergesellschaft, hat sich jetzt aber umgedreht vor kurzem, weil die Walmart-Aktie gestiegen und Walmart in Mexiko gefallen ist. Und auch das, er hatte den Verdacht, das könnte jetzt ein interessanter Einstiegszeitpunkt sein. Deshalb gehen wir jetzt auch mal in den fairen Wert rein und schauen uns da mal an, was dabei rumkommt. Und wenn wir jetzt hier, wir bleiben beim bereinigten Gewinn, da seht ihr auch schön der faire Wert. Der faire Wert wird auch quasi wiedergespiegelt vom Aktienkurs. Und hier seht ihr jetzt, entsprechend der Aktienkurs geht nach unten, während der faire Wert eigentlich steigt, weil ich blende ihn nochmal ein. Der bereinigte Gewinn ja auch die ganze Zeit, also hier steigt. Eigentlich soll auch der Aktienkurs steigen, aber hier seht ihr, er tut es nicht. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, was für eine Renditeerwartung wir hätten, also aktuell, beziehungsweise der faire Wert basierend auf geschätzten Geschäftsjahr, auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres, liegt bei 82 mexikanischen, ich glaube, es sind Pesos. Und so teuer war die Aktie schon fast hier. Ende März 2022, das wäre eine Renditeerwartung hier über 1,5 Jahre von jährlich 32,2% bzw. insgesamt 46%, also fast 50% Rendite. Jetzt ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass es auch tatsächlich so kommt. Die Aktie kann eine Weile relativ günstig bleiben, aber wenn wir uns mal ein bisschen tiefer stapeln und sagen, okay, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die 81, knapp 82 mexikanischen Pesos, die die Aktie ja schon mal hatte, dann hätten wir jetzt immer noch eine Renditeerwartung hier von etwas über 20%. Und wenn wir sogar noch tiefer gehen, hier auf um die 73 mexikanischen Pesos, das ist da war die Aktie hier schon ungefähr Ende letzten Jahres, da hätten wir eine Renditeerwartung von 14%, über 1,5 Jahre bzw. knapp 20%. Insgesamt bis Ende 2025. Und ich halte das für recht attraktiv, da wir ja auch ein relativ solides Geschäftsmodell hier haben, was eher unspektakulär ist, und einen gut geführten Laden. Das war die Aktie Nummer 1 und die Aktie Nummer 2, die in wenigen Depots zu finden ist, zu Unrecht, wie ich meine, hat das Symbol JKHY, wer kennt sie? Jack Henry & Associates, und hier sieht man ja auch schon hier, wie der Gewinn wunderbar steigt, die Dividenden steigen, es ist ein Dividendenaristokrat, seit 34 Jahren steigende Dividenden. Die Dividendenrendite allerdings ist relativ, ja, mausrig, knapp mit 1,3%. Auf die Dividendenkürzung hier hinten nichts geben. Das ist wieder irgendwas von Analysten, Konsensschätzung, hat irgendjemand wieder vergessen, Dividendenschätzung zu erhöhen, scheinbar. Dividendenwachstum so langfristig im hohen einstelligen Bereich, so leicht dynamisch, würde ich sagen. Und was die Aktie interessant macht, das ist die Konstanz. Und was sie machen, ist das Geschäftsmodell ganz kurz, ist eine Softwarefirma mit dem Schwerpunkt Payment auch, aber allerdings bei Banken. Das ist also so eine Nische. Und wer Banken kennt, weiß, dass die ziemlich risikoavers sind. Das sind Feiglinge, was die Änderungen von Geschäftsprozessen angeht, weil halt so viel dahinter hängt. Deshalb gibt es ja noch viel Fortran und COBOL-Code und so, was da in der Bankenlandschaft rumgeistert, wo man kaum noch Programmierer für kriegt, weil die meisten schon ausgestorben sind, jedenfalls nicht mehr aktiv sind. Kann man hohe Stundensätze verlangen dann dafür, dass man sich sowas noch antut. Naja, jedenfalls, wie gesagt, stabile Geschäftsbeziehungen auch, werden meist auch mit Verträgen geschlossen für mehrere Jahre. Wenig Wechselbereitschaft der Kunden und ist halt so eine Nische, sage ich mal. Was sie noch machen ist, die machen auch Compliance für Banken oder Kreditverwaltung und allgemein Customer Relationship Management, also so Kundenbeziehungen wird auch abgebildet, machen also mehrere Sachen, aber sehr stark im Payment-Bereich tätig. Und gucken wir uns ganz kurz die Dividendenrendite an. Das seht ihr, die liegt zwar über dem 5-Jahres-Schnitt, dieser 5-Jahres-Schnitt hier, der Korridor, aber insgesamt wird eher niedrig. Und hier seht ihr das leichte Wachstum. Das habe ich schon gesagt. Könnt ihr vergessen, dass die Dividende gesenkt werden soll. Die scheint mir doch sehr sicher zu sein. Könnt man auch nochmal hier sehen. Ne? Alles schön gedeckt.
Gehen wir gleich zur Bewertung rein. Ihr könnt hier sehen, dass die Aktie mal in Mode war. Da ist das KGV auf bis über 50 gestiegen. Man kann auch den bilanzierten Gewinn nehmen. Das macht ja jetzt keinen Unterschied an der Stelle, was auch schon wieder positiv ist. Da gab es gerade keine außergewöhnlichen Abschreibungen oder sonstigen Dinge. KGV fast bis 50. Dann ist sie mal relativ deutlich gefallen hier im Ende Oktober, Spätjahr 2023 auf 27 KGV und derzeit ist das KGV bei 30. Und ihr seht, wie das KGV dann noch weiter sinken soll, weil die Gewinne ja weiter steigen sollen. Dann hier Mitte 2027 kommt das Geschäftsjahr bei unter 25. Gehen wir mal in die Bewertung rein, was wir da so zu erwarten haben. Jetzt wollen wir nämlich auch den bilanzierten Gewinn, weil der auch mehr geschätzt wird als der bereinigte und macht ja eh kaum Unterschied. Und dann sieht es erstmal hier so schön aus. Und hier seht ihr den fairen Wert. Und da seht ihr hier, die Aktie war hier stark überbewertet. Seht ihr nochmal den Durchschnitt. 31,6 auf dem 32, fast 33. 33er KGV durchschnittliche Bewertung auf 10 Jahre. Aktuell bei knapp 32. Da wäre dann eine leichte Unterbewertung. Und die Renditeerwartung entsprechend hoch. Dann jährlich 14,3%. Jetzt ist es aber so, wenn ich mir die Zuwachsraten hier anschaue, da liegt das prognostizierte Wachstum für die nächsten Jahre dann so bei um die 10%. Und da finde ich so ein 33er KGV schon relativ hoch. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier das KGV zu reduzieren. Und zwar relativ deutlich auf 28, also um die 5 Punkte. Und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und jetzt ist die Renditeerwartung nur noch in Anführungszeichen bei 5% jährlich über die nächsten ungefähr 2 Jahre. Und das ist, meine Freunde, glaubt ihr, also ich denke, stimmt damit überein, zu wenig, wenn man das so sieht, mit so einer Bewertung. Aber wir haben ja dann noch hier die Bewertungslinien und wenn man sieht, hier haben wir einen fairen Wert bei um die 150 Euro, dann würde da ungefähr dann liegen. Und wenn wir dann zu so einem Kurs die Aktie ins Depot uns legen könnten, da hätten wir eine jährliche Renditeerwartung von knapp 11%. Und das fände ich schon attraktiv. Das heißt, ich lege mich jetzt bei Jack Henry auch auf die Lauer hier und trage da mal ein Kauflimit ein bei 150 US-Dollar. Und die Aktie war vor einigen Monaten, hat die nur 140 US-Dollar gekostet. Da hatte ich sie aber noch nicht auf dem Schirm. Sonst hätte ich sie vielleicht ja auch schon im Depot. Okay, wenn ihr jetzt enttäuscht seid, weil die Aktie aus meiner Sicht nicht sofort kaufenswert ist, dann könnt ihr bei der nächsten Aktie jubeln. Das wäre nämlich Reckitt Benckiser Kaiser. Ich glaube, die Benckiser Kaiser. Ich glaube, so tut man das aussprechen. Und hier haben wir einen Markenartikler vor uns, der in drei Segmenten hier tätig ist, nämlich Hygiene, Gesundheit und Nahrung, also Nutrition, Nahrungsergänzungsmittel. Hygiene, Calgon beispielsweise, müsste da bekannt sein dem einen oder anderen. Health eher weniger, bis Durex könnte vielleicht bei Health sein. Ihr wisst ja bestimmt, was da drunter zu verstehen ist. Oder Nurofen ist ein Schmerzmittel, das ist sicherlich auch in Health, also das ist quasi ein Pharmahersteller von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und Nutrition, Babynahrung und so weiter, beispielsweise Enfamil, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was, weil, und da wären wir dann auch schon bei den Problemen, es da eine Klage gegeben hat letztes Jahr in den USA, weil ein Kind verstorben ist und man hat gesagt, ja, die wäre Reckitt Benckiser, Kaiser wäre da auch dran schuld. Das ist eines der Probleme, mit denen Benckiser Kaiser oder warum der Aktienkurs relativ günstig ist. Gucken wir uns aber vielleicht erstmal die Dividendenhistorie an. Also Dividende liegt bei 4,6% und die soll weiter steigen. Hier seht ihr, Dividende ist außerordentlich stark gestiegen, natürlich, weil der Aktienkurs gefallen ist, weil an sich ist ein zuverlässiger Dividendenzahler. Und hier seht ihr dann, Anfang 2028 wurde dann Dividenden, die bei 5,7% liegen. Und wenn ihr einen Qualitätscheck geht, da seht ihr erstens mal, wenn wir den bilanzierten Gewinn uns mal anschauen, da seht ihr, das sieht gar nicht so gut aus. Der bereinigte Gewinn hingegen sieht schon besser aus. Es gibt
kein Gewinnwachstum mehr, also der Gewinn läuft seitwärts. Deshalb natürlich auch eine gewisse Enttäuschung gewesen. Aber wir kommen noch drauf, ich würde sagen, wo der Gegenwind ist, damit man es ein bisschen besser einschätzen kann, woher das alles kommt und woher kommen auch die Unterschiede jetzt zwischen bilanzierten und bereinigten Gewinn. Das von der Strafzahlung her wegen, oh, lass mich mal kurz in mich gehen, wie heißt Indivia, wegen Indivia gewesen, das war so eine Abspaltung, eine einmalige Geschichte und dann wurden noch Unternehmensteile verkauft mit Verlust. Und was jetzt nochmal die Probleme angeht, du aktuell bei Regit Benz-Kaiser, außer dieser Einklage, die sie verloren hatten letztes Jahr, die ist aber nicht für so schwerwiegend halte wie jetzt beispielsweise Bayer, haben wir das grundsätzliche Problem steigender Kosten, die weitergegeben werden müssen an inflationsgeschädigte Verbraucher. Da kommt jetzt Regit Benz-Kaiser nicht so gut mit zurecht derzeit wie beispielsweise Walmart. Aber irgendwann wird auch dieses Problem entweder gelöst sein oder nicht mehr geben, weil die Inflation entsprechend zurückgegangen ist. Dann hat auch noch ein Tornado das Lager für Grundstoff für das Segment Nutrition zerstört. Ja, wenn es schon scheiße läuft, dann kommt noch was oben drauf. Und allgemein steuert sich das Management dagegen, nicht nur indem sie das Lager wieder aufbauen, sondern indem sie schwache Marken sich trennen möchten von schwachen Marken im Portfolio. Und das würde dann ungefähr 2 Milliarden Umsatz kosten, also von momentan machen sie 14,3 Milliarden britische Pfund und 2 Milliarden britische Pfund Umsatz soll quasi verkauft werden, weil das Marken sind, die wenig wachsen. Und dann konzentriert man sich eben, schrumpft man sein Portfolio wieder gesund. Wir können hier sehen, können wir den freien Cashflow einblenden, da sieht man, dass die Dividende gedeckt ist, auch über die nächsten Jahre. Also ich rechne hier nicht mit einer Dividendenkürzung. Ist also eine Aktie, die in erster Linie für Freunde interessant ist von hohen Dividenden. Das seht ihr hier auch bei Dividendenertrag, haben die 6 Punkte. Und Gewinnwachstum gibt Punkteabzug für Gewinnwachstum. Aber wenn sie dann wieder auf den richtigen Pfad kommen, dann sollte das hier auch wieder wachsen. Und dann könnte hier auch wieder irgendwann theoretisch eine 7 bzw. sogar eine 8 stehen. Müssen wir mal schauen. So, weil ja dann auch noch das Dividendenwachstum theoretisch zunehmen könnte. Jetzt gehen wir mal zu den Multiples rein und dann seht ihr hier, wie günstig die Aktie geworden ist. Die liegt jetzt momentan das KGV, das ist der bereinigte Gewinn, bei 14, unter 14 sogar. Und ihr seht hier im Schnitt haben wir hier eine Bewertung gehabt von knapp 20, also relativ günstig zu haben derzeit. Und wenn wir jetzt hier den Fairwert angucken, können wir natürlich nicht den Fairwert basierend auf dem bilanzierten Gewinn nehmen, weil der es hat sich sehr unzuverlässig entwickelt, aber auf den bereinigten Gewinn, das funktioniert. Und da blenden wir das Ganze mal ein. So seht ihr, wie es aussieht, nämlich so entsprechend. Hier seht ihr hier, weil der Aktienkurs so stark gefallen ist, eine relativ krasse Unterbewertung. Und ich würde jetzt die Renditeerwartung lege dann hier. Ich gebe es zum Jahr Ende 2026. Da wäre dann der faire Wert bei 71 britischen Pfund. Und die Aktie hat schon mal früher hier deutlich mehr gekostet, 77, seht ihr hier 77. Und das wäre eine Renditeerwartung von 27,6% jährlich über knapp 2,5 Jahre. Das ist hat aber jetzt, da wir jetzt aber wissen, dass Regit Benz-Kaiser so ein bisschen Turnaround-Story ist, eine leichte, sollten wir da auch ein gewisses Risiko einpreisen. Da würde ich jetzt mal wirklich zurückgehen auf ein KGV von 15, also relativ deutlich nach unten korrigiert, fast 5 Punkte. Und dann hätten wir jetzt hier immer noch eine Renditeerwartung von knapp 15% jährlich. Und das halte ich immer noch für attraktiv. Für diejenigen natürlich, die auf hohe Dividenden stehen, bezüglich ihrer Anlagestrategie. Haben wir ja gerade hier gesehen, Dividendenertrag für Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum ist die Aktie nicht wirklich geeignet. Und wer jetzt sagt, boah, Konsumgüterhersteller, schön und gut, aber mit dem Turnaround ist nicht so mein Ding. Habe ich gedacht, machen wir jetzt noch einen kleinen Bonus. Gucken wir uns mal ganz kurz hier noch eine andere Aktie an aus dem ersten ja, Konkurrenz quasi, einem ähnlichen Segment, auch wenn sie noch teilweise Lebensmittel verkaufen, nämlich Unilever. Und das ist nämlich ganz interessant, was ihr hier seht. Diese beiden Unternehmen, die Aktien beider Unternehmen waren eigentlich
gleich bewertet gewesen über einen sehr langen Zeitraum und jetzt erst vor kurzem, so wie bei Walmart und Walmart in Mexiko, also Walmex, jetzt hier die Schere auseinandergeklafft und während Regit Bentkaiser sehr günstig zu haben ist, ist Unilever jetzt ja durchschnittlich bewertet, sage ich mal, weder günstig noch teuer, liegt wohl hier am Hand vom KGV irgendwo am Durchschnitt. Und deshalb gucken wir uns mal noch, was man bei Unilever für eine Renditeerwartung haben kann, realistischerweise. Und das seht ihr hier, die Aktie war unterbewertet, längere Zeit unterbewertet und jetzt wieder hier genau am fairen Wert. Das wäre jetzt ein KGV mit 19,7 und Renditeerwartung hier knapp 9%, 8,7% jährlich. Ist also, obwohl die Aktie so stark gestiegen ist, immer noch nicht ganz uninteressant, würde ich mal sagen. Hier noch ganz kurz die Dividendenrendite anschauen. Das seht ihr hier. Die war natürlich mal richtig hoch, bei um die 4%, sogar drüber. Jetzt liegt sie bei 3,1%, aber ihr seht hier, wer langfristig dabei ist, der wird von steigenden Dividenden profitieren oder sollte von steigenden Dividenden profitieren. Und dann wird auch die persönliche Dividendenrendite irgendwann wieder 4% erreicht haben. So, meine lieben Freunde, ach, bevor ihr jetzt wieder sagt, es war ein Fehler, die Unilever-Aktie aus dem Steuerdepot zu verkaufen. Nein, ich meine, es war kein Fehler, weil ihr habt die Unilever-Aktie im dicke Dividendendepot. Das kann man nach dem Steuerdepot und hier geht es um dicke Dividenden und da ist Unilever besser aufgehoben. Hier irgendwo müsste Unilever sein. Seht ihr hier als letztes mit 20% im Plus. So, wir haben immer noch Unilever und ich persönlich bespare auch Unilever im Rahmen des Dicke-Dividendendepots. Aber im Steuerdepot haben wir eine andere Anlagestrategie. Da geht es um dynamisches Dividendenwachstum. Und so dynamisch wachsen dann die Dividenden doch nicht, dass sie im Steuerdepot unbedingt bleiben musste. Deshalb haben wir die verkauft. So, das nochmal zum Hintergrund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann natürlich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Und für mich geht es jetzt dann morgen nach Zürich, auf den Börsentag Zürich. Mal gucken, ob ich da den einen oder anderen dann von euch sehen werde. Ciao!